Einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Ja, sehr gesunde 3 Stunden habe ich jetzt wohl geschlafen. Mehr war heute Nacht leider nicht drinnen auf diesem ziemlich großen Campingplatz. Kommen teilweise einfach noch um 2:30 Leute an, bauen dann in Flutlichtbeleuchtung hier ihre Zelte auf, ballern die Heringe in die Erde und pumpen ihre Luftmatratzen auf. Ist sehr geil. Jetzt ist 6:15 Uhr. Die Sonne geht hier hinter mir gerade auf. Da schmeiße ich euch jetzt schnell die GoPro hin, Frühstück eine Kleinigkeit und dann geht's los. Es ist 7.15 Uhr, wir haben Queenstown erreicht. Was immer noch nicht Queenstown erreicht hat, ist die Sonne. Mega krass, wie spät die mittlerweile aufgeht. Gerade natürlich hier zwischen den Bergen, wenn wir ganz hier hinter schauen. Da ist schon Tag, hier noch nicht. Ich befinde mich nun am Fuße hier der Queenstown Gondola. Mit der könnte man theoretisch das erste Stück des Tracks machen. Aber diese Gondel öffnet um 9 Uhr und dann ist hier garantiert auch alles voll. Mit Familien, Rentnern, Baby Germans, all das, was ich heute gerne nicht sehen würde. Deswegen möchte ich da oben sein, bevor die da alle ankommen. Ach ja, ein kleines Detail vielleicht am Rande. Ich mache heute den Ben Lomond Track. Ja, der Ben Lomond ist ein Berg hier direkt an Queenstown. Von dem aus man wohl eine sehr gute Sicht eben über den See und auch in die andere Richtung hat. Der Berg selbst ist etwas über 1700 Meter hoch. Queenstown selbst liegt auf etwa 800 Metern. Es geht also schon ein gutes Stück nach oben. Wie gesagt, den Track kann man durch eine Gondelfahrt abkürzen. Dann dauert die Geschichte, glaube ich, so 3-4 Stunden. Oder man geht den ganzen Track. Dann ist es ein guter Tagestrack. 7-8 Stunden sollen es sein. Mal schauen, was dabei rauskommt. Startzeit 7.15 Uhr. Hier ungefähr, ist noch 10 Meter höher, ist schon Tag. Okay, und ungefähr 4 Sekunden später, während ich da drüben kurz die Sonne hinter den Bergen versucht habe zu filmen, werfe ich auch schon einen Schatten. Geht ganz schön bergauf hier schon. Aber gut. Interessant, man läuft gar nicht direkt bis zur Gondel hin, sondern hier teilen sich die beiden Wege. Weiter nach oben geht's zur Gondel und hier nun außenrum geht's zuerst auf den Fernhill Loop Track und von dem aus irgendwann auf den Ben Lomond Trail. So, hier bin ich mittlerweile. Hier unten sind wir gestartet. Den Tiki Track nach oben, dann über die Skyline Road. Die geht jetzt scheinbar noch ein paar Meter weiter. Und dann kommt der Ben Lomond Track. Hier würde wahrscheinlich dann irgendwo der Ben Lomond Saddle sein. Und dann geht's hier nach oben. Hier kann man natürlich dann auf die andere Seite wieder runter. Das ist dann eine mehrtägige Geschichte. Das machen wir nicht, übertreiben wollen wir auch nicht. Weiter geht's. Und da ist er nun auch, der Ben Lomond Walkway. Es ist inzwischen 7.50 Uhr, bin also knapp über eine halbe Stunde jetzt nur unterwegs hier hoch. Ab hier 2 Stunden zum Sattel und 3 Stunden bis zum Gipfel. Sind wir mal gespannt.
geht's dann weiter. Ich mache hier gerade meinen ersten kleinen Break mit Blick auf Queenstown hier unten. Und was ich auch entdeckt habe, ist eine einzelne kleine Ziege. Ich habe schon überall immer die Kackhaufen auf dem Weg hier gesehen. Sogar ganz viele Ziegen. So, weiter geht's. Hier geht es nun zu Arthur's Point. Das ist quasi der Wanderweg, wo man dann ganz auf der anderen Seite der Berge wieder rauskommt. Oder auf den Ben Lomond Summit. Von hier aus noch eine Stunde, deswegen schätze ich mal fast, hier ist jetzt dieser Saddle, zu dem viele Menschen laufen. Und von dem man sagt, der ist zwar ganz nett, aber wenn du schon mal da bist und noch ein bisschen Power übrig hast, dann geh auch auf den Summit. Und das machen wir jetzt. Es ist mittlerweile übrigens so 10 nach 9. Habe also jetzt nicht so übertrieben lang hierher gebraucht. Ein kleines Detail, was man vielleicht gerne mal vergisst, wenn man sich so diese Berge, in denen wir hier bereits sind, anschaut, ist, dass Queenstown hier hinter uns eigentlich nur der Anfang der neuseeländischen Alpen ist auf dieser Seite. Und ich habe jetzt den ersten Punkt erreicht, von wo aus man auch mal in die andere Richtung schauen kann. Ready? Schön und ist stellenweise ja echt steil. Es wird eben immer steiler, 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 steiler. Es sollte jetzt echt nicht mehr weit sein. Ich bin fucking weit oben. Inzwischen ist es auch ein bisschen windig geworden, das ist klar. Aber schau mal, was hier unten ist. Ein See und da sieht man auch, glaube ich, Camper. Ich vermute, das ist Moke Lake. Und zu diesem See, bzw. diesem Campingplatz, möchte ich morgen weiterfahren und von dort aus den Moonlight Track gehen, der auch ein bisschen hier durchs Gebirge führt. Das könnte der da unten sein. Aber das sehen wir dann wahrscheinlich übermorgen. Wirklich mega Aussicht, muss man sagen. Das Wetter ist so geil. Hier jetzt auch kaum Wind gerade im Moment. Das war so klar, oder? es ist wirklich ein super cooler Hike, wie ich finde. Man sieht einfach sehr viele verschiedene Sachen. Man schaut immer in andere Richtungen. Und es ist super angenehm zu laufen. Es gibt so gut wie keine Treppen, außer ganz am Anfang. Ansonsten ist es ein natürlicher Weg und so viel besser als Pinnacles, wo man stundenlang einfach nur Treppen hochspaziert. Und ja, die Bilder habt ihr gesehen, mega awesome. Oben auf dem Gipfel habe ich jetzt sogar noch einen Local getroffen aus Queenstown, der hier mehr oder weniger einmal die Woche hochläuft. Also wirklich, der meinte letzte Woche, als er hier war, naja, aber das Wetter nicht so geil, heute ist echt nice. Mit dem habe ich mich jetzt fast eine Stunde unterhalten.
jetzt mache ich einen kleinen Lunchbreak und dann geht's nach unten. Ich denke, allzu viel werde ich nicht filmen wie üblich, weil ist halt One-Way-Track. Wir haben das meiste schon gesehen. Jo, zurück im Van. Der Track ist geschafft. Es ist jetzt 13.30 Uhr. Ja, runter finde ich halt nie so geil, muss ich sagen. Geht immer sehr auf die Gelenke. Aber gut. Sehr cooler Track auf jeden Fall insgesamt. Sehr angenehm zu laufen. Was ich vorher so gelesen habe, soll anstrengender sein jetzt als Tongariro oder die Pinnacles. Kann ich so eigentlich nicht unterschreiben. Es ist wirklich so angenehm zu laufen den größten Teil der Zeit. Mit das Anstrengendste ist eigentlich wirklich der Anfang hier durch den Wald. Wenn man darauf keinen Bock hat, kann man einfach die Gondel nehmen. Und ja, halt am Ende. Aber dazwischen fand ich es mega lässig. Ja, inzwischen ist es wirklich Sommer in Queenstown. Es ist richtig warm, richtig, richtig warm. Mega nice. Ja, das war's für heute. Wüsste nicht, was ich jetzt noch groß erzählen sollte. Ich werde mich jetzt aufmachen ins Library, dort meinen Laptop laden. Hoffen, dass ich das Video, das ich gestern nicht mehr hochgeladen gekriegt habe, heute hochgeladen krieg und dann mal schauen, ob ich heute noch irgendwas mache. Wahrscheinlich nicht viel. Werd etwas relaxen und morgen geht's weiter. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.